Bekommt man Nierensteine durch eine Überdosis an Vitamin D? Das ist die große Frage. Ich habe mir den Experten Nummer 1 fast auf der ganzen Welt eingeladen, Dr. Mede Raimund von Helden. Wir unterhalten uns in einem sehr, sehr interessanten Interview über das Thema und klären die Frage, gibt es denn Nierensteine durch zu viel Vitamin D? Tja, hört mal gut zu. Ja, wir sitzen jetzt hier mit Dr. Mede Raimund von Helden. Hallo. Hallo. Ja, als allererstes geht ihr mal runter über den Link unten zu seinem Kanal, abonniert den Kanal, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid über die Vitamin-D-Forschung in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt. Und es gibt zwei neue Seiten, vitamin-d-fragen.de und vitamin-d-warum.de, die habe ich euch unten auch mal verlinkt. Die führen euch dann zur Hauptseite und da gibt es alle möglichen Informationen, also gerade da, um sich weiter zu informieren, sehr, sehr zu empfehlen. Genau. Wir wollten, genau. Ich erläutere das mal. Also vitamin-d-fragen.de, das ist eine Hitliste der häufig gestellten Fragen. Und wenn manche Fragen geklickt sind, dann wandern die weiter nach oben, sodass wir sehen, was der Schwarm der Nutzer für Fragen hat. Und so kann man sich dann von der ersten mal weiter runterarbeiten. Und wir haben ein großes Forum, das vitamin-d-forum.de, wo diese Fragen auftauchen. Und immer dann, wenn wir denken, okay, die Frage kommt jetzt schon zum dritten Mal, dann setzen wir die eben da auch mit rein. Das ist das vitamin-d-fragen.de, alles ohne Punkt und Komma geschrieben. Und die Seite Vitamin D Warum. Gibt es inzwischen Literatur von einem Simon Sinek, der dieses Warum thematisiert hat, das habe ich gelesen, dass wir im Grunde auf eine Linie kommen, wenn wir eine klare Beziehung zu unserem inneren Warum haben. Und das habe ich genutzt, um diese Seite Vitamin D Warum zu schreiben. Ich habe überall gefragt, hallo Leute, warum nehmt ihr Vitamin D? Und es kamen dann über 100 Eintragungen, Berichte innerhalb von 24 Stunden. Und die werden dann auch gelistet, auch wiederum dynamisch nach der Zahl der Klicks. Und das ist also erstaunlich. Und ich denke mal, die Professoren der Uniklinik, die können sich da mal diese Seite vornehmen und gucken, was alles für Indikationsbereiche sind, wo die Leute gesehen haben, dass ihre chronischen, unheilbaren Krankheiten plötzlich sich gebessert haben. Und das ist im Grunde auch ein Beweis der Schwarmintelligenz, dass es diesen Vitamin-D-Effekt gibt. Was ist der Vitamin-D-Effekt? Auch das ist wieder eine Adresse, vitamin-d-effekt.de. Da habe ich es nochmal genau definiert und erläutert. Sehr gut. Für alle, die sich weiter interessieren, unbedingt da reinschauen. Heute geht es mir um ein ganz wichtiges Thema, weil ich habe so das Gefühl, jeder hat jetzt schon mal über Vitamin D gehört. Am Anfang war immer die Argumentation der Presse und der Pharmaindustrie, das braucht man nicht, das ist alles Quatsch. Jetzt ist es so, jeder hat da doch sein eigenes Ding draußen und verkauft es dann teuer in der Apotheke, ja. Aber die versuchen immer noch alles, dass die Leute nicht hohe Dosen nehmen, um auf gute Werte zu kommen. Und eine Freundin von mir, die viele von unserer Videos hier kennt und die Interviews kennt und die auch meine PDF-Dateien kennt, wie man das aufsupplementiert, damit man mal sieht, wie man das so macht. Und die kennt auch den Rechner. Die hat jetzt von der Freundin gesagt bekommen, die Ärztin ist, pass bloß auf, ja, da kriegst du so Nierensteine, nimm nicht so viel, das ist nicht gut. Und die lernen das ja immer noch an der Uni. Das habe ich auch mal zugeschickt bekommen von der Zuschauerin mit der Seite, wo drin steht, Vorsicht, Dosis über 2000 macht Nierensteine. Ja. Wie oft kommt das vor? Kommt das vor? Kannst du darüber was sagen? So, manche Leute werden einfach für dumm verkauft, weil man ihnen die Begriffe Minimum und Maximum verdreht. Also Beispiel, wenn wir sagen, wir haben jetzt 9 Euro Mindestlohn, ne, entspricht das etwa so 1000 Einheiten Mindestvitamin D. Jetzt kommt der Chef in die Firma und sagt, um Gottes Willen, die Gesetze haben sich geändert. Manche hier unter euch, die kriegen 20 oder 15 Euro, das ist komplett verboten. Wir müssen alle Löhne auf 9 Euro pro Stunde herabsetzen. Und alle sind geschockt und er macht das dann. Und er lacht sich ins Häuschen, weil die Leute alle natürlich veräppelt sind. Ja? Und das ist Mindestlohn. Und wenn wir sagen Mindest, dann ist nämlich 1000 Einheiten als die Mindestversorgung des Menschen definiert worden. Und das war in einer Zeit vor 50 Jahren, als wir Kirschen ernten mussten als Kinder, als wir draußen im Garten waren, wir mussten Unkraut jäten, jeder hatte so seinen eigenen Haushalt, es gab die Weggläser. Die Kinder waren im Sommer draußen und die schlimmste Strafe war der Stubenarrest.
Und heute ist es umgekehrt. Die schlimmste Strafe ist weg vom Computer. Du musst mal eine halbe Stunde nach draußen. Ja, und dann lümmelt er dann. Ja, so ändern sich die Zeiten. Und wir haben eben diese Mindestversorgung von 1000 Einheiten, die man sich damals überlegt hat, angesichts einer guten sommerlichen Versorgung für die gesamte Bevölkerung von im Grunde gesunden Menschen, die hat überhaupt keine Anwendung bei Leuten, die krank sind, ja, die gar nicht das Haus verlassen können, die einfach nur der Arbeit nachgehen. Da ist diese Mindestversorgung zu wenig und sie wird nicht mal eingehalten. Ja, das ist genau wie Klimaziele. Da wird gesagt, ja, wir wollen, ne? Und das beschließen wir dann jetzt und andere sollen das dann umsetzen. Und niemand hat diese 1000 Einheiten umgesetzt. Der Deutsche bekommt durch vielleicht ein Ei und ein Fisch, was er dann zu sich nimmt, bekommt er vielleicht 100 oder 200 Einheiten die Woche. Die Vitaminspiegel in Deutschland hängen bei 15 rum und das ist wie 15% Akkuladung. Das ist einfach zu wenig für einen normalen Betrieb und in dieser Phase wird auch die ganze Krebsabwehr ausgeschaltet und viele lebenswichtige Funktionen sind einfach nicht gegeben. Und wir müssen diese 1000 richtig verstehen, aber die ganze Presselandschaft ist in Marsch gesetzt worden, diese 1000 zu verteidigen als maximal. Und wie erstunken und erlogen das ist, das geht aus meiner Seite hervor, die habe ich Vitamin D Mobbing genannt. Und Mobbing begegnet mir ja auch im Berufsalltag, dass Leute da Mobbingopfer werden. In der Allgemeinpraxis kommen die dann zusammengebrochen zusammen. Und ich muss ihnen dann weiterhelfen, tue ich dann auch. Und genau das Gleiche macht die Pharmaindustrie und die Presselandschaft mit Vitamin D. Da gibt es jetzt niemanden, der sagt, ich verklage dich, du hast schlecht über Vitamin D geredet, das ist Verkaufsschädigung oder Produktschädigung. Sowas gibt es nicht. Also dieses Vitamin D ist richtig ein Waisenkind, das ich jetzt adoptiert habe. Und unter vitamindmobbing.de haben wir seitenweise immer die gleichen Lügen entlarvt und es gibt diese Gefahren nicht. Und ich meine, ich habe ja als Hausarzt, als Allgemeinarzt alle Hände voll zu tun. Ich bin jetzt gerade zum Interview von der vollen Praxis nach Hause gekommen. Und ich brauchte das überhaupt nicht zu machen. Ich brauchte keine Videos-Interviews zu machen. Ich brauchte keine Bücher zu schreiben und keine Webseite zu betreiben. Ich tue das, weil ich ein Arzt bin ohne Grenze, der eben nicht sagt, ach ja, wir sagen, 20 ist meine Grenze und dann hören wir auf zu arbeiten. Dann lassen wir die Leute alle vergammeln und die kommen dann ja alle erkältet wieder. Also ich habe sogar eine Wette gemacht, die vitamindwette.de. Also wer hinter Geld her ist, der kann sich hier 4.000 Euro verdienen, um gegen mich anzutreten. Darin wette ich, dass eben das, was gängigerweise behauptet wird, dass diese 1000 Einheiten für ordentliche Spiegel sorgen, für Gesundheit, dass die Nieren geschädigt werden, dass nur der Arzt überhaupt da dran darf, das, was immer wieder gebetsmühlenartig in die Presse eingeschleust wird, dass das alles erlogen ist und die Wette gilt. Sehr gut. Hast du aktuelle Zahlen oder wie oft kommt das vor mit Nierensteinen durch Vitamin D? Gibt es solche Fälle? Sind das Einzelfälle? Wie viel müsste man da nehmen, damit sowas passiert? Ja, also es gibt drei Fälle, die habe ich auch aufbereitet in dieser Seite vitamindmobbing.de, mit denen man versucht, Vitamin D vom Sockel zu stoßen. Und es ist ein Bericht aus Kanada von einem Nephrologen, der hat gesehen, aha, der Patient hatte auf einmal ein Nierenversagen und der hat auch Vitamin D eingenommen. Tatsache war, soll vorkommen, vielleicht hat ein anderer Vitamin D genommen und im Lotto gewonnen. Ja? Also dieser Mann hatte, wie der Bericht selber hergibt, einen Blasenkrebs. Und Krebserkrankungen können eben das Kalzium von sich aus hochsetzen. Die können dann einfach Parathormon produzieren und dann hat man eben auch einen hohen Kalziumspiegel. Es gibt sehr viele Krebserkrankungen, die von sich aus das Kalzium hochsetzen und das hat er einfach nicht richtig berücksichtigt. Und die Leute, die sich schon seit 40 Jahren, nicht erst wie ich seit 13 Jahren mit Vitamin D befassen, die haben diesen Fall analysiert und gesagt, der hat da wirklich keine Ahnung gehabt. Der hätte sich mal mit jemandem beraten sollen. Also dieser wissenschaftliche Bericht gehört im Grunde zurückgezogen. Dann gibt es einen Bericht zweitens der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft
Und die haben geschrieben, also wir warnen vor Vitamin D. Es gab da zwei Fälle von Vergiftung. Ja? Und dann habe ich mir die mal angelesen. Kann man sich auch im Internet aufrufen. Ich habe es aber auch aufgearbeitet. Es war gar kein Spiegel gemessen worden. Hallo? Vergiftung ohne Spiegelmessung? Das ist so, als würde man sagen, ja, Ihr Nachbar hat eine Benzinvergiftung, Sie haben Benzin im Auto, lebenslange Haft. Ja? Ja? Also, hallo? Wo ist denn da irgendwas angekommen? Man muss dann auch mal da irgendwo eine Logik reinbringen. Also eine Vitamin-D-Vergiftung, natürlich gibt es sie irgendwo. Nicht bei 60, 80, wie es natürlicherweise vorkommt, sondern bei 400, 800 oder 1000. Und diese Leute überleben ihre Vergiftung. Die kriegen nur mal starken Durst und starkes Wasser lassen und dann ist der Kalziumspiegel wieder normal. Also eine Vitamin-D-Vergiftung kann man nachweisen. Und man kann auch dadurch zeigen, dass es keine ist. Erstens muss der Vitaminspiegel hoch sein, mindestens 150. Vorher gibt es das nicht. Und zweitens muss der Kalziumwert entsprechend hoch sein. Und das war in all diesen Fällen nicht der Fall. Und dann hat ein Herr Zittlau dann auch noch weitere Fälle dann ausgebreitet, die dann auch genauso irrelevant waren, überhaupt nicht recherchiert. Ich sag mal, es gibt pro Jahr 60.000 Menschen, deren Nierenfunktion runtergeht. Ja, natürlich gibt es dann auch Leute, die die einen rauchen, die anderen haben Zucker, die anderen haben Vitamin D genommen. Aber einfach aus so einem Einzelfall heraus, das zu konstruieren, ohne einen Toxizitätsnachweis mit Spiegel und Calcium, ist einfach Quatsch. Und das wurde aber immer gemacht. Das ist halt ein ganz gezieltes Auseinandernehmen von etwas, was funktioniert, was hilft, um es zu diffamieren. Ich kenne das ja jetzt auch momentan mit, wir haben ja einen veganen Kanal, weißt du ja, ne? Und es gibt ja einen Film, der heißt The Game Changers. Ja? Da ist Arnold Schwarzenegger mit dabei, den hat James Cameron produziert und so. Und darin wird sehr eindeutig vermittelt, dass Fleisch es nicht so gut ist. Ja? Und jetzt wettern alle gegen diesen Film. Es gibt jeden Fitness-YouTuber auf der Welt hat ein Video gegen diesen Film gemacht, was alles falsch ist und versucht, die Leute zu diffamieren und so. Wie die Raucherindustrie in den 50er, 60er Jahren. Ich lache mich so tot, ja. Es ist genau dasselbe. Die Leute diskreditieren, um halt irgendwie zu sagen, es ist alles so gut, wie es ist. Ja, also es gibt dahinter eine Linie, eine Regel. In die Gehirne der Allgemeinheit werden die Gedanken eingeimpft, im Grunde wie so eine Rakete mit Virus, die uns zu Konsumenten macht. Ja? Wir sollen glauben, dass Sonne schädlich ist und uns eincremen. Ja? Wir sollen auf Vitamin D verzichten und nachher die besten Konsumenten der Chemotherapie werden. Also die Pharmaindustrie ist sehr fürsorglich, sie spannt lange Netze, die fängt uns auf und wenn wir dann im Netz hängen, dann werden wir ausgesaugt. Es ist durch die Chemotherapie beispielsweise bei Brustkrebs in den letzten 10 Jahren keinen Fortschritt erzielt worden. Das heißt, die Kosten explodieren immer weiter, aber der Nutzen ist kaum vorangeschritten. Ja, Nixon hatte ja mal in den 70er, glaube ich, Jahren in den USA, der Präsident, ehemalige Präsident der USA, Krebs den Kampf angesagt. Ja, mhm. Bis heute ist die Krebsrate nicht 1% runtergegangen, ich glaube, ist sogar gestiegen. Ja. Ja. Würde man einfach sagen, Vitamin D wird von der Krankenkasse bezahlt, die Untersuchung kostet nichts, ja, und die Ärzte werden geschult, um den Leuten zu helfen, einen Wert von 40 bis 60 ja. irgendwie. Mal gucken, was dann passieren würde. Ja, also viele haben aus der erlebten Begeisterung und der Hilfe gegen Krankheiten schon die Krankenkassen angeschrieben, die wollten davon aber nichts wissen. Also die Geldströme, die sprudeln ja nur so. Ja, die ganzen Gehälter der Direktoren, das funktioniert ja alles. Da wird zwar viel gejammert und dann wird mal gesagt, die Ärzte, die ja so ein bisschen klein, aber eigentlich braucht die Krankenkasse den Menschen, der sich für verwundbar hält, der durch Schicksal in irgendwelche Probleme hineinrutschen kann. Dass man also auf den Posten kommt, dass man sagt, ich kann aus eigener Kraft, wenn ich nur die richtigen Nährstoffe habe, für meine Gesundheit sorgen. Ich brauche nicht dieses Megasystem. Ja? Und was passiert mit diesem großen System der Krankenkassen?
Also ich weiß nicht, wie viel es ist, aber 20-30% geht inzwischen in monoklonale Antikörper. Ja? Überall werden gegen alle Gewebe diese Antikörper geschaffen. Und ja, dann wird irgendein Gen verändert oder so. Und das ist dann natürlich super teuer. Und dann steht natürlich dann die ganze Lobby dahinter, die aus diesem Geldström finanziert wird. Aber einen eigentlichen Fortschritt hat das nicht gegeben. Und das, den Stoff, Vitamin D, der in der Lage ist, 300 verschiedene Gene im biologisch richtigen Sinne zu schalten, da will man nichts von wissen. Und im Geheimen arbeitet man an irgendwelchen Medikamenten, die über den Vitamin-D-Rezeptor Erfolg erzielen. Also die ganze Gruppe der Blutdruckmittel vom Typ Sartan, also Candesartan, Valsartan und so weiter, gehen ja letztendlich mit einer Strukturanalogie über den Vitamin-D-Rezeptor und haben deshalb so viele gute Effekte im Körper. Also Vitamin-D wird erstmal verprügelt, dann nimmt man die Ideen und versucht sie sonst wie pharmakologisch umzusetzen. Sehr interessant. Es gibt eine Ausnahme bei Krankenkassen, und zwar habe ich gerade Kontakt mit der BKK Provida, einer veganfreundlichen Krankenkasse, und die erstatten bis zu 200 € Nahrungsergänzungsmittel im Jahr. Das bedeutet, die haben mir gesagt, sobald da Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamin draufsteht, kann man das einreichen, also man kriegt bis zu 200 € zurück, oder kann so einen Präventionskochkurs machen oder irgend so eine Schulung, Seminar bis zu 200 €. Das finde ich sehr gut, dann kann man selber entscheiden, wie man sein Geld da ausgibt. Ne? Toll. Ja. Pro Vegan heißt die Krankenkasse? Nee, BKK Pro Vita, ist also Betriebskrankenkasse. Ja. Pro Vita, ja. Ja, müsste ich mal aufgreifen, könnte ich vielleicht mal auch ein bisschen verbreiten. Genau, super. Ja, also ich finde es sehr, sehr interessant. Ich glaube, das Video wird sehr vielen Leuten helfen. Lasst euch keine Angst machen, ja. Vertraut lieber uns. Ich glaube, es ist total komisch, ja. Aber ich kriege kein Geld von der Pharmaindustrie. Noch nicht, ruft mal an. Da will ich keine Videos mehr machen, ne. Aber ich glaube, einem Hausarzt, der so leidenschaftlich ist und jemand, der hier seit Jahren auch Videos macht, wir machen das aus dem Grund, wir wollen, dass es euch besser geht. Und wir verdienen da nichts Großes dran, dass wir sagen, kauft mehr Vitamin D. Das ist, guck mal, wenn du überlegst, eine Vitamin D-Dosis fürs ganze Jahr kostet 20 € oder maximal vegan vielleicht 25. Ja. Und eine Chemotherapie kostet eine Sitzung 100.000, 50.000, keine Ahnung, ja. Ja, kommt drauf an, wenn die monoklonalen Antikörper dabei sind. Übrigens, als Referenz dafür, dass die Brustkrebs-Chemotherapie im Grunde keine Fortschritte gemacht hat, nenne ich das Ärzteblatt, aärzteblatt.de, da kann man es nachgucken. Und es ist natürlich so, wenn man dann in diesem Schlamassel drin sitzt, dann macht man diese Therapie, da will ich jetzt nicht dagegen reden. Aber man kann eben die ganzen Nebenwirkungen dieser quasi die Hölle der Chemotherapie, wie es oft gesagt wird, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Schädigung der Nerven, Schädigung des Herzmuskels, wo die Leute im Grunde als Ruinen rausgehen nach dem Motto, ja, es war ja ein harter Krieg, ja, die kann man durch eine Gabe von Vitamin D und Vitamin C deutlich heruntersetzen. Und es ist im Grunde ein Armutszeugnis der Onkologen, dass sie da nicht ran wollen, weil niemand sich dafür interessiert. Die sind alle dabei, diese super teuren Mittel für die Pharmaindustrie zu beforschen und wollen nicht, dass auf einmal so ein No-Name Vitamin D daherkommt und es im Grunde viel besser macht. Also die treten alle nicht gegen Vitamin D an, und man kann im Grunde alle Chemotherapien mit Vitamin D kombinieren, ohne dass sie in ihrer Wirkung verlieren. Das wird ja auch manchmal gesagt, nee, lassen das weg, nachher wirkt die Therapie nicht und dann haben sie den Schaden. Nein, das Gegenteil ist wahr, denn wenn die Chemotherapie die Zellen vergiftet, dann muss ja auch irgendwo die Polizei oder Müllabfuhrzelle kommen und diese Zelle demontieren und wegnehmen. Und das sind unsere Monozyten, und die werden über Vitamin D gesteuert. Die arbeiten auf dieser Basis. Und wenn wir das ganze antioxidative Potenzial mit so einer Vergiftungstherapie in den Keller fahren, dann brauchen wir auch Vitamin C als Antioxidant, um hier die ganzen Prozesse wieder funktionsfähig zu machen. Also das ist schon eine sinnvolle Ergänzung. Und es gibt diesen Ansatz, der wird vertreten von Ärzten, die komplementäre Medizin machen. Also ja, wir brauchen das, was wir bisher konventionell erreicht haben, aber B, wir ersetzen es durch Schutzfunktionen, wir optimieren den Körper. Und ich meine, wenn jemand in die Wüste geschickt wird durch die Sahara mit dem Jeep, dann fragt er, ja, habe ich denn noch einen Wassertank, noch einen Ersatzkanister, kann ich ein Auto mich begleiten? Ja, wir rüsten uns optimal aus, damit wir diese Durststrecke überwinden. Und genau das Gleiche ist die Chemotherapie, das ist eine Durststrecke. Und wir können nicht sagen, nö, Wasser, Benzin, Reifen,
da kümmern sie sich nicht drum, das ist alles Quatsch, ja. So müssen wir hier einen Gedankenwechsel herbeiführen. Ja. Es gibt noch ganz viele andere Videos zum Thema Vitamin D auch. Ich habe unten eine Playlist auch, wo wir auch ganz oft uns unterhalten. Bildet euch da fort, schafft euch das Wissen drauf, kauft euch das Buch vom Dr. von Helden oder die Bücher. Ich verlinke mal alle Bücher auch unten und wir sehen uns bald wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, abonniert auch den Kanal vom Dr. Med. Raimund von Helden und unter diesem Video findet ihr noch PDFs mit einigen Beispielen, Fallbeispielen von Vitamin D-Therapien und ich wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr tut und sehr viel Gesundheit und einen guten Vitamin D-Spiegel. Macht's gut!